Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich hier heute zum Montagsorakel. Halloween, Samhain. Ja, schauen wir uns doch mal an, was heute auf den Tisch möchte für den 31. Oktober 2022. Morgen ist dann Allerheiligen, aber das wisst ihr wahrscheinlich selbst. Welcher Heilstein ist für den heutigen Tag unterstützend? Um was geht's heute? Der Turmalin. Es geht um Stressreduktion. Der fliegt aber hier häufig auf den Tisch. Befreie dich und deinen Geist, deinen Körper, deinen Tagesablauf von Stress, um dich auszuruhen, Kräfte zu sammeln und um dich zu erholen. Ja, und ich bekomme es mit bei Menschen in meinem Umfeld. Die sind nicht auf der Höhe körperlich, die schleppen eine Erkältung mit sich rum schon seit ewig und 3 Tagen, können es aber selbst an freien Tagen nicht lassen, sich einfach mal auszuruhen und dem Körper halt eben auch die Ruhe zu gönnen, um sich wieder in die Gesundung zu bringen. Da darf jeder für sich nochmal nachdenken, wo wird durchs Leben gerannt, wo werden Erwartungen erfüllt. Wo bist du was wie so ein Rädchen im Getriebe? Da gibt es vielleicht Situationen, wo man auch mal auf dich verzichten könnte. Oder hast du dann das Empfinden, du verpasst was? Was sagen die Erzengel dir heute? Und zwar hast du da den Ariel an deiner Seite, hier geht es um Wohlstand. Ja, was bedeutet das denn, Wohlstand? Halt, bedeutet das, das Bankkonto voll zu haben? Oder kommt man vielleicht auch zu so einem inneren Wohlstand, wenn man sich halt innerlich erfüllt, wenn man innerlich zufrieden mit sich ist? Was steht denn hier drauf? Deine materiellen Bedürfnisse werden erfüllt, wenn du deiner Intuition folgst und deine Träume Wirklichkeit werden lässt. Ja, dazu musst du erstmal wissen, wovon träumst du denn? Was ist denn ein großer Traum? Ist vielleicht möglich, mit einer tollen Idee leichter sein Geld zu verdienen, als wenn du von morgens 8 bis abends 18 Uhr deinem Job nachkommst. Natürlich bietet dieser Job dir eine gewisse Art von Sicherheit. Aber wie viel Zeit bleibt dir dann noch für die Dinge, die du wirklich gerne machst? Wenn du deinen Job wirklich gerne machst, habe ich nichts gesagt, aber denk einfach mal drüber nach. Ich gehe jetzt sofort mal ins Eingemachte und nehme dafür meinen Kartensalat hier und wüsste gerne, worum geht's am Montag. 2 Kärtchen vielleicht noch maximal. Dann sollte sich was abzeichnen oder so. Es geht am Montag darum, ein bisschen Gymnastik zu machen, sich ein bisschen zu bewegen. Ich krabbel da mal auf den Boden. Es geht am Montag darum, nicht auf Biegen und Brechen irgendetwas unter Beweis stellen zu können. Für manche kommt heute so ein komisches Gefühl wie Eifersucht an die Oberfläche. Da geht es jetzt nicht unbedingt um die Liebe, sondern du bist vielleicht auf manche Menschen neidisch. Das ist auch so ein Wort, ne? Das ist vor allen Dingen eine Energie, die da unten irgendwo krabbelt. Die in der Lage sind, auf eine relativ leichte Art und Weise zu Wohlstand zu kommen, wo du derjenige bist, der darum kämpfen muss. Jetzt kommt die große Frage, musst du darum kämpfen oder hast du es einfach nur nicht anders gelernt? Dann kommen wir wieder auf das Thema Job. Man muss nicht unbedingt in einem Job bleiben, den man mit 16, 17, 18 Jahren mal erlernt hat, indem man mal eine Ausbildung gemacht hat. Man darf auch die Wege schon mal verlassen und neue Wege gehen. Wichtig ist, dass du den Weg für dich in die Leichtigkeit findest und dir das Leben so angenehm wie möglich gestaltest. Wie machst du das denn? Das ist immer so schön, wenn man da so Worte benutzt. In so einem Kurzorakel kann ich ja sowieso nur Themen anreißen. Was sagen die aufgestiegenen Meister? Wie sollst du das denn anstellen?
Man kann ja nicht von heute auf morgen alle Brücken hinter sich abbrechen. Da kann man schon, aber es sollte ja immer so sein, dass man dann keinen Schrottplatz hinterlässt. Nutze deine Magie. Das ist ganz klar die Aufforderung, setz dich hier an dieser Stelle, wenn du nicht genau weißt, in welche Richtung du denn möchtest, mit dem Universum in Verbindung. Dazu braucht es aber eben eine stressfreie Zeit, in der du eben diese Verbindung aufnehmen kannst. Und du wirst Antworten finden auf all die Fragen, die du hast. Du wirst Antworten finden, wie du dein Leben leichter und fröhlicher gestalten kannst. Ich lasse es mal so stehen. Wünsche euch einen schönen Montag, ein schönes Halloween-Fest. Lasst es euch gut gehen und bleibt mir gesund. Bis dann.